I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das ist eine neue Episode von Schlachtfeldbegehung und wir befinden uns heute hier in einem sogenannten Rundbunker. Und das Interessante und Besondere an diesem Bunker ist, dass hier noch wirklich sehr viele Schriften aus der damaligen Nazizeit vorhanden sind. Und an dieser Stelle ganz klar, wir distanzieren uns ausdrücklich von diesen Symbolen. Wir sind ausschließlich an dem geschichtlichen Hintergrund interessiert. Und jetzt würde ich vorschlagen, steigen wir einmal in den Bunker ein. Also wir sind hier über den Haupteingang reingekommen. Es gab mindestens zwei Eingänge. Der andere Eingang ist komplett zubetoniert, da kommt man also gar nicht mehr rein. Und das war auch nur eine sehr kurze Zeit, dass dieser Bunker offen stand. Es ist ein sogenannter Rundbunker und wie ihr seht, das Besondere ist hier wirklich, wir können hier noch wirklich Wandgemälde, Wandschriften erkennen, allerdings auch einige Nazi-Symbole wie einen Reichsadler und auch das Hakenkreuz ganz am Anfang. Das werden wir uns später auch nochmal anschauen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Bunker an. Wir befinden uns hier im Untergeschoss und leider wurde hier mit weißer Farbe die Wandmalerei überpinselt. Man kann erkennen, dass diese Wandmalerei zusammenhing und an ungefähr jedem zweiten, dritten Meter waren dann auch entsprechend Bilder mit abgebildet. Und diese Bilder haben Szenen aus der damaligen Zeit nachgespielt, natürlich alles ja im Rahmen der Ideologie. Selbst hier bei schweren Bombenangriffen, wenn die Menschen hier Schutz gesucht haben in diesem Bauwerk, wurden sie auch noch indoktriniert, indem immer wieder gezeigt wurde das Hakenkreuz-Symbol und etwas anderes. Das zeigen wir uns oder schauen wir uns aber gleich erst an. Genau, hier kommen wir ins Untergeschoss. Wir gehen auch einmal rein. Und hier nennen sie das Mittelgeschoss, ich würde sagen Erdgeschoss. Ich denke, das spielt aber kaum eine Rolle. Licht für Treppenhaus, die Schalter waren nicht mehr vorhanden, aber diese Beschriftung ist nach über 80 Jahren noch komplett vorhanden. Hier waren die Toiletten, man sieht auch noch einen Klopapierhalter. Türen zu, ja, aufgrund des Geruches. Man möchte die Menschen, die sich hier in diesem Bauwerk aufhalten, bezüglich des Schutzes ja nicht unbedingt dann noch mit Geruch belasten. Das ist schon besonders, dass nach so einer langen Zeit hier noch die Toilettenpapierrollenhalter vorhanden sind, Überdruckventil, natürlich auch ein wenig Müll. Der Ausgang musste natürlich immer entsprechend auch gekennzeichnet sein, damit, falls mal Feuer oder ähnliches in diesem Bunker ausbricht, man immer den schnellstmöglichen Weg nach draußen findet. Das ist die Gasschleuse. Aufgrund der Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg hatte man immer damit gerechnet im Zweiten Weltkrieg, dass der Gegner mit Gas angriff oder greift. Das hat nie stattgefunden. Allerdings stellt euch vor, die Bomben, die von den Bombern entsprechend geworfen wurden, da ist es natürlich auch so, dass diese Dämpfe nicht gerade gut sind, wenn man die einatmet. Da kann man dann auch schon ersticken oder vergiften. Und von daher war es trotzdem notwendig, dass man entsprechend diese Gasschutztüren hatte. Wichtig, die Gasschutztüren hatten keine Schutzwirkung. Das bedeutet, da konnte man mit einer normalen Pistole oder mit einem Gewehr durchschießen. Die waren ausschließlich dafür da, dass sie entsprechend das Bauwerk gegen Gas absichern. So, und ich hatte es anfangs schon erwähnt, es ist ein Rundbunker.
Das bedeutet, wir können hier also im Kreis gehen. Und der Zustand ist wirklich noch tadellos. Leider, leider, leider. Ich habe ein paar Fotos gesehen im Internet und von Freunden zugeschickt bekommen. Dieses Symbol, was ihr jetzt hier seht, das ist komplett mit schwarzer Farbe übersprayt worden. Das gibt es also so nicht mehr. Und auch viele, viele andere Zeichnungen, die hier in diesem Bunker sind, sind leider mit schwarzer Sprühfarbe übersprüht worden. Ich habe von diesem Bunker erfahren, oder wir haben von diesem Bunker erfahren und sind noch am selben Abend hingefahren. Und am übernächsten Tag war der schon besprayt. Ja, vielleicht ein paar Daten zu diesem Bunker. Also der Bunker wurde im Jahre 1941 erbaut und bot 630 Personen Schutz. Normalerweise war es so, dass deutlich mehr Personen in diese Bunker reingelassen wurden, um einfach entsprechend diese Menschen auch zu retten. Natürlich wurde er von den Nationalsozialisten errichtet. Das sehen wir natürlich auch durch die oder über die Inschriften. Und hier sollte es so sein, dass nicht nur die Zivilbevölkerung, sondern auch Arbeiter in diesen Schutzraum vor Luftangriffen in Sicherheit gebracht werden konnten. Ja, nach dem Krieg diente dieser dreistöckige Bunker unter anderem als Kartoffellager. Die längste Zeit aber rottete das Bauwerk ungenutzt im Berghang vor sich hin. Als vor einigen Jahren die Eisentür aufgebrochen wurde und Menschen die ehemaligen Bunkerräume für Feiern und als improvisiertes Nachtlager nutzen, ließ die Stadt beide Zugänge zumauern. Seitdem sind die Räume nicht mehr zu betreten. Ja, es gibt immer Menschen, die diese Bauwerke finden und dann auch entsprechend öffnen. Und ich hatte das Glück, dass ich die Information bekommen habe. Und wie gesagt, wir haben nicht lange gefackelt und sind dann entsprechend losgefahren. Und ja, also so eine Anlage in diesem Zustand sieht man kein zweites Mal. Besonders nicht in Deutschland, weil Deutschland wurde nach dem Krieg komplett entnazifiziert, bis auf wenige Ausnahmen. Also das zum Beispiel ist eine Ausnahme. Allerdings jetzt nach 80 Jahren hat man sie auch entsprechend entnazifiziert. Türen zu. Hier sind wir wieder bei den Toiletten. Die bis zu 630 Menschen mussten natürlich auch entsprechend auf Toilette und da reichte natürlich nicht ein oder zwei Toiletten, sondern man brauchte entsprechend mehrere. Häufig war es so, dass einfach nur ein, ja, wie soll man sagen, ein Topf, ein großer Topf, übergroßer Topf als Toilette gedient hat. Links und rechts hatte man dann so Holzbalken darauf und man hat dann seine Notdurft mit Torf überdeckt. Für viel mehr hat es eigentlich hier in diesem Bauwerk jedenfalls nicht gereicht. In anderen Bauwerken gibt es richtige Toiletten mit richtiger Anschluss an die Kanalisation. Aber in diesem Bauwerk nicht. So, wir befinden jetzt hier im Obergeschoss. Auch hier gibt es eine Gasschleuse. Ich hatte ja gerade gesagt, es gibt zwei Eingangsbauwerke. Das ist jetzt das zweite. Auch hier des Führers Thun ist immer recht mit einem Hakenkreuz. Ob das heute noch vorhanden ist, kann ich leider nicht sagen. So, meine Freunde, das war der Rundbunker für 650 Personen. Ich hoffe, der Walkaround hat euch gefallen und die Informationen waren ausreichend. Also, wenn ihr diese Videos feiert, dann lasst mir gerne ein Abo da, macht die Glocke rot, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn ich ein neues Video rausbringe. Und wir sind jetzt hier an dieser Stelle raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Arrivederci.